Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung in Welt im Wandel TV. Gerade bei Naturkatastrophen, Massenkatastrophen oder auch bei Gewaltverbrechen ist die Identifizierung der Opfer für die Rechtsmediziner vor Ort häufig ein immenses Problem. Die Rechtsmedizin hat sich aber enorm weiterentwickelt und ich spreche heute über die modernen Möglichkeiten, aber auch über die Grenzen der Rechtsmedizin. Wir sind zu Gast hier an der Charité in Berlin am Institut für Rechtsmedizin bei Professor Michael Zockhaus, dem Leiter des Instituts. Danke, dass wir Ihre Gäste sein dürfen heute hier. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ja, wir wollten ja eigentlich bei Ihnen einen Blick werfen in den Sektionssaal, aber der ist belegt heute. Was ist gerade los bei Ihnen? Ja, das kann man ja nie im Vornherein so planen. Die Frage steht im Raum, ob ein junger Mann Opfer eines Tötungsverbrechens wurde. Es finden sich äußere Verletzungen, wo jetzt zunächst nicht klar ist, ist das eine Gewalteinwirkung von außen oder beziehungsweise von einem Dritten oder kann das auch von einem Sturz herrühren? Und das wird jetzt gerade eben geklärt, damit die Polizei eben was an die Hand bekommt. Ist es tatsächlich ein Gewaltverbrechen, muss weiter ermittelt werden oder handelt es sich hier um einen Unfall? Rechtsmediziner werden ja immer dann eingeschaltet, wenn sozusagen die Ursache nicht eindeutig zu identifizieren ist, so auch in diesem Fall. Haben Sie nach einem ersten Blick auf das Opfer schon einen Verdacht? Nein, noch überhaupt nicht. Da würde ich auch dem vorweggreifen, was die Kollegen jetzt gerade klären, denn nur der äußere Aspekt kann da, ja, der kann täuschen. Und ich kenne jetzt im Moment weder die CT-Befunde noch die Befunde der inneren Leichenschau, also der eigentlichen Obduktion. Insofern würde ich mich da jetzt nicht festlegen wollen. Sind wir noch vorsichtig. Beziehen wir uns vielleicht mal auf etwas, was Sie selber miterlebt haben. Sie waren damals dabei bei der Tsunami-Katastrophe in Asien, in Thailand. Haben dort mit dazu beigetragen, die immense Menge an Opfern zu identifizieren. Was waren eigentlich so die besonderen Herausforderungen? Wir haben auch noch mal ein, zwei Bilder hier vorbereitet. Mhm. Vielen sind diese Bilder von uns noch im Gedächtnis geblieben. Aber was sind so die besonderen Herausforderungen für Rechtsmediziner vor Ort gewesen, für Sie persönlich? Also zunächst war das ja mal eine Naturkatastrophe, wie es sie bis dahin zumindest in der Neuzeit nicht gab. Das heißt mit annähernd 300.000 Toten, 300.000 Personen, die zu identifizieren sind, eine wirklich unheimliche Aufgabe für die Rechtsmedizin bzw. die Identifizierungskommission. Das war schon was Besonderes. Dann natürlich auch diese Multinationalität der Opfer. Viele Touristen aus europäischen oder außereuropäischen Ländern, die dort in Südostasien waren. Dann die große Region, die betroffen war von der Welle, also über verschiedene Länder. Küsten ist ja dieser Tsunami hinweggegangen. Und dann waren natürlich die verschiedensten Interessen der unterschiedlichen Regierungen auch von Belang, die natürlich sofort ihre eigenen Leute identifizieren wollten. Aber wie sollen sie, wenn da 10.000 Tote vor ihnen in einer Tempelanlage, das zeigen ja auch die Bilder, diese Eindrücke, wie sollen sie da sagen, das sind Amerikaner, das sind Europäer gewesen oder das sind vielleicht Einheimische? Und das war eben so eine große Herausforderung, das überhaupt erstmal zu organisieren. Nächster Punkt, der da auch eine Rolle spielte, die Temperaturen. Natürlich keine Kühlmöglichkeiten, auch im Buddhismus in Thailand, wo ich mich befand, in Phuket, der Region Khao Lak, überhaupt nicht vorgesehen, dass obduziert wird. Das heißt, wir hatten ja keine Obduktionssäle. Die Infrastruktur für die Identifizierung war eigentlich gar nicht gegeben und dann natürlich eben die Leichenfäulnisveränderung durch die Hitze. Genau, das heißt, durch die klimatischen Bedingungen vor Ort, auch das viele Wasser noch dazu, hatten Sie enorm erschwerte Bedingungen, genau, dort zu arbeiten. Wie sind Sie da vorgegangen? Ich meine, die Leichen hat man ja damals noch gesehen, die lagen ja wirklich aufgebahrt in Massen. Wie geht man da eigentlich vor Ort vor, technisch auch? Also das Vorgehen ist erstmal, es wird jeder einzelne Körper untersucht, und zwar durch eine äußere Leichenschau und durch eine innere Leichenschau. Wobei die innere Leichenschau, da komme ich gleich drauf, natürlich unter den Bedingungen etwas anders abläuft. Aber zunächst wird einmal von außen, das macht man natürlich in einem Team der Identifizierungskommission, eine äußere Leichenschau durchgeführt. Es wird geguckt, finden sich Narben, finden sich Tätowierungen, finden sich vielleicht Schmuckstücke an den Ohren oder sonst wo am Körper, die schon mal ein Hinweis sein können auf eine oder für die Identifizierung. Haben Sie das dann fotografiert? Das haben wir fotografiert. Da gibt es eben Beamte der Identifizierungskommission, die in Deutschland auch als bei der Kriminaltechnik als Polizeifotografen tätig sind, die fotografieren das. Da können Sie natürlich auch keine Fotografen von außen nehmen, die sowas nicht gewohnt sind, sondern das müssen schon Leute vom Fach sein. Da wird jeder Schritt Step by Step fotografiert, auch die Kleidung, die getragen wird. Und dann erfolgt die eigentliche Obduktion, wobei es da natürlich nicht um die Klärung der Todesursache geht, sondern um die Klärung, finden sich Zeichen zum Beispiel früherer medizinischer Eingriffe. Hat jemand noch seinen Blinddarm?
hat jemand vielleicht ein künstliches Hüftgelenk. Auch die Zähne werden die Zähne, häufig begutachtet. Der Zahnstatus wird aufgenommen und dann werden natürlich auch noch die Fingerabdrücke genommen für die Identifizierung und es wird eine Probe für DNA entnommen und dann haben Sie eben die wesentlichen Merkmale, innere Leichenschau, äußere Leichenschau, Fingerabdrücke, DNA und Zahnstatus. Die wesentlichen Merkmale. Haben Sie bei den Leichen, die Sie untersucht haben, das Gefühl gehabt, ich konnte die alle identifizieren? Ist das gelungen oder gab es Fälle, wo Sie sagen mussten, da sind wir wirklich machtlos gewesen? Also wir hatten ein sehr eindrückliches Erlebnis, dass wir innerhalb der ersten Stunde schon die erste Verstorbene identifiziert haben, was einfach daran lag, dass das eine Österreicherin war, die 1,90 Meter lang war, die eine sehr charakteristische Tätowierung hatte und die kurz zuvor wegen eines Ladendiebstahls von Interpol gesucht, oder es war ein größeres Delikt, wohl nicht nur ein Ladendiebstahl, jedenfalls von Interpol gesucht. Da war also innerhalb von einer Stunde schon der erste Treffer. Also die Daten werden dann auch so verglichen? Die Daten werden auch verglichen, aber von den in Anführungsstrichen normalen Bürgern, die eben noch nicht straffällig oder polizeilich auffällig geworden sind, da gibt es natürlich keine Daten. Von Ihnen gehe ich auch mal davon aus, dass nirgendwo Fingerabdrücke oder eine DNA-Probe vorrätig sind. Das heißt, da ist es wirklich ein mühsames Einsammeln der Informationen von Angehörigen vor Ort, Proben, Vergleichsmaterial für Proben von der DNA. Das ist zum Beispiel Aufgabe der Mordkommission bei vermissten Sachen. Das heißt, die Mordkommissionen gehen dann zu Hause zu den Angehörigen und sagen, wir brauchen einen Kamm oder ein Kleidungsstück, um eben Haare, DNA zu sichern. Gibt es einen Zahnarzt, wo Ihr vermisster Vater, jemand gilt ja eben so lange als vermisst, bis er identifiziert wurde, wo Ihr vermisster Vater in Behandlung war. Das heißt, diese ganzen Daten zusammentragen dauert eine Zeit. Und deshalb haben wir erst im Nachhinein eigentlich dieses Aha-Ergebnis gehabt. Wir haben tatsächlich über 96% der deutschen Opfer identifizieren können. Bei den Untersuchungen, bei denen Sie selbst beteiligt waren. Sie haben jetzt selbst schon gesagt, Sie arbeiten auch mit den Angehörigen teilweise zusammen. Sie fragten nach Haaren oder nach der Bürste oder nach dem Haarkamm. Das heißt, diese sogenannte Haaranalyse nimmt ja auch immer mehr Platz ein in der Identifizierung, nicht nur von Opfern, sondern auch um die Lebensumstände von Menschen, die verstorben sind, zu klären. Ja. Was können Sie denn alles an den Haaren ablesen? Also die Haaranalyse ist tatsächlich eine der modernen Methoden der Rechtsmedizin. Ganz kurz zum Prinzip, Kopfhaare wachsen ungefähr 1 Zentimeter pro Monat und alles, was wir, sei es, ob wir rauchen, also inhalieren, ob wir es schlucken, ob wir mit diesen Produkten in Berührung sind, mit Körperpflegeprodukten, alles gelangt nachher über den Schweiß, über das Blut, über die Stoffwechselprodukte in den Haarschaft. Und wir können also chronologisch am Haar ablesen, wenn ein Haar 12 cm lang ist, wenn jemand 12 cm lange Haare hat, können wir über das letzte Jahr sehr viel über die Lebensgewohnheiten sagen. Wir können zum Beispiel etwas darüber sagen, wurden illegale Drogen konsumiert? Wurde Alkohol konsumiert und auch in welcher Menge? Wurde normal, in Anführungsstrichen normal getrunken oder wurde vielleicht exzessiv viel Alkohol getrunken? Hat jemand regelmäßig seine Medikamente genommen, seine Herzmedikamente? War jemand vielleicht auch in psychiatrischer Behandlung und hat Neuroleptika oder andere in der Psychiatrie eingesetzte Substanzen genommen? Darüber kann man sehr viel über die Lebensgewohnheiten aussagen. Also Sie können ein richtiges Profil erstellen über die Leiche, die Sie vorfinden beispielsweise. Und das ist aber auch etwas, was wir zum Beispiel bei Lebenden einsetzen. Die Frage bei zum Beispiel mit Drogen am Steuer auffällig gewordenen Kraftfahrern, da kann man dann eben tatsächlich überprüfen, ist der jetzt abstinent? Oder im Zusammenhang mit dem German Wings Absturz, die Diskussion, sollte man nicht auch eine Haaranalyse bei Piloten verpflichtend machen? Und meiner Meinung nach wäre das sinnvoll. Dann können Sie nämlich überprüfen, ob jemand antipsychotische Medikamente einnimmt, ob jemand Drogen oder Alkohol zuspricht. Das sollte man eigentlich an allen gefahrgeneigten Berufen machen. Um also ein Gefährdungspotenzial letztlich für die Menschen zu eruieren. Ja? Da sind Sie der Meinung, dass man das verpflichtend machen soll? Das sollte man zumindest in den Arbeitsverträgen festhalten. Also man wird natürlich laufende Arbeitsverträge nicht unterbinden können, aber bei Neueinstellungen sollte man das meiner Meinung nach überlegen. Okay. Gab es denn jetzt, wir hatten ja auch von der Verbrechensaufklärung auch gesprochen, gab es schon Fälle, wo Sie durch die Haaranalyse sogar etwas aufklären konnten? Also ich erinnere mich ganz gut an einen Fall eines vollständig wirklich verwesten Leichnams, wo wir eben nur noch Knochen und einige Haare hatten. Und es bei der Haaranalyse sich ergeben hat, dass das jemand war, der Neuroleptika, also Substanzen konsumiert hat, die bei Schizophrenie, Psychopharmaka, die dort eingesetzt wurden. Und dann kam die Polizei darauf, in einer umliegenden Klinik nach einem abgängigen Patienten zu fragen. Und tatsächlich war es dann, das konnte dann eben über die DNA-Analyse abgeglichen werden, tatsächlich war es der junge Mann. Also insofern hat die Haaranalyse da einen
ersten Hinweis gegeben, genau, in welche Richtung man ermitteln kann. Verdachtsmomente, die sich daraus auch unmittelbar ergeben. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, oder Sie hatten es erwähnt, die moderne Rechtsmedizin hat auch das CT inzwischen für sich erkannt als Methode, Leichen genauer unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Ja? Das heißt, diese Sektion alleine findet natürlich nach wie vor statt. Ja. Aber Sie schieben sozusagen eine Leiche durch das CT. Kann man sich das so vorstellen? Ja, so kann man sich das vorstellen. Also vielleicht kennen die meisten Zuschauer ein CT von eigenen Arztbesuchen oder von oder ansonsten aus dem Fernsehen. Das ist eben eine große Röhre, in der eine röntgenologische Darstellung des gesamten Körpers möglich ist, und zwar millimetergenau. Machen Sie das routinemäßig bei jeder Leiche, nein, die nein. Sie finden? Das wäre hier in Berlin auch nicht zu leisten. Wir führen hier über 2000 Obduktionen im Jahr durch, also sind im Bundesschnitt führend. Und wir machen das ungefähr in 10%, also bei 200 Fällen. Denn Sie müssen ja auch die Bilder auswerten, Sie müssen auch diese Daten speichern. Und wir machen das eben in ausgewählten Fällen. Das heißt, bei jedem Fall mit Verdacht auf ein Trauma, sei es jetzt Verkehrsunfall, sei es ein Sturz aus der Höhe, dann natürlich bei Schuss-Todesfällen zur Suche nach den Projektilen. Ja. Aber auch bei unbekannten Leichen, um eben zu gucken, hat jemand vielleicht einen Herzschrittmacher, was Sie von außen gar nicht sehen, oder eine Schenkelhalsprothese, um eben Hinweise für die Identifizierung zu bekommen. Und auch bei allen Kindern, um eben eine äußere Gewalteinwirkung schon vor der Obduktion nachweisen zu können oder auszuschließen. Aha, okay. Das heißt, wir könnten uns jetzt vielleicht mal, da Sie freundlicherweise Material ganz aktuell aus Ihrem Institut zur Verfügung gestellt haben, einige Bilder angucken, einige Sequenzen. Die haben wir auch für Sie vorbereitet, dass Sie mitgucken können sozusagen. Ich versuche das jetzt hier mal einzustarten. Ja, dann gucken wir uns vielleicht mal diesen einen Fall an. Hier sehen wir jetzt einen Schuss-Todesfall. Wir sehen hier charakteristisch den Einschuss an der rechten Schläfe. Wir haben jetzt das Weichgewebe und die Muskulatur entfernt, sehen jetzt auch diese sekundären knöchernen Frakturen, sehen auch durch die Augenhöhlen Knochensplitter im Schusskanalverlauf und sehen jetzt hier den Ausschuss an der linken Schläfe. Und hier nochmal verschiedene eben dreidimensionale Darstellungen von oben, von unten. Fall. Jetzt fahren wir auch nochmal von oben rein in den Schädel und können eben mit dem CT sehr elegant die verschiedensten Perspektiven dreidimensional uns anschauen. Das heißt, wir wissen schon vorher, wie verläuft der Schusskanal, wo finden sich Frakturen. Sie müssen sich das so vorstellen, als es noch kein CT gab, wenn Sie da die Kopfschwarte abziehen hier, dann fallen Ihnen die ganzen Schädelknochen wie Scherben auseinander. Mhm. Und die musste man tatsächlich früher zusammenkleben, um eben anhand der Bruchlinien können Sie sehr genau rekonstruieren, auch wenn es mehrere Frakturen sind, in welcher Reihenfolge die entstanden sind. Und da ist das CT natürlich jetzt von Vorteil, dass Sie so eine Dokumentation haben, die auch später, noch Jahre später, erneut rausgeholt werden kann. Was Sie gerade sagten, finde ich besonders bemerkenswert. Bei der Sektion, bei der normalen, geht ja manchmal auch etwas kaputt sozusagen. Denn Sie müssen die Leichen ja öffnen. Das heißt, es kann auch zu einer Verwischung der eigentlichen Spuren kommen, die Sie später wieder rekonstruieren. Also in diesem Fall zum Beispiel, dass die Knochen wirklich so porös sind durch den Einschuss, dass sie auseinanderfallen und hinterher wieder zusammengefügt werden müssen. In diesem Fall jetzt hat man ja gesehen, das war ein Schuss, der ging durch den ganzen Schädel durch. Mhm. Was konnten Sie jetzt genau anhand des CTs bei diesem Opfer sagen? Über den Tathergang oder über den Hergang überhaupt dieser Tötung? Ich kann jetzt hier sehr genau sagen, dass im Bereich der rechten Schläfe sich der Einschuss befindet, im Bereich der linken Schläfe der Ausschuss. Und jetzt ist das natürlich nur ein kleiner Puzzlestein. Das heißt, ich brauche die Befunde der äußeren Leichenschau. Finde ich an der rechten Hand Schmauchspuren, finde ich dort vielleicht sogenannte Backspatter, Rückschleuderspuren, die sich eben beim Wegspritzen des Blutes an der Schusshand finden. Was sagt die Kriminaltechnik zu Fingerabdrücken? Handelt es sich um Suizid oder ist die Waffe gar nicht von demjenigen berührt worden? Das heißt, das CT hier als zusätzliches diagnostisches Merkmal, aber eben auch nicht allein. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Eine computertomografische Untersuchung von Verstorbenen wird nie die eigentliche Obduktion ersetzen können. Einfach aus dem Grunde, weil wir natürlich Herzblut, Venenblut, Lebergewebe für chemisch-toxikologische Untersuchungen brauchen, um etwas auch zur Beeinflussung durch toxikologische Substanzen von jemand zu sagen zum Zeitpunkt des Todes. Und das ist eben durch ein CT mit dieser zerstörungsfreien, sehr eleganten Technik noch nicht möglich. Ja, aber Sie sagen ja, Sie arbeiten sozusagen wie ein Mosaik, legen Sie sozusagen die Befunde zusammen, die Sie sammeln können, Gewebeproben auch. Ja. Sie öffnen die Leichen auch und gucken wirklich auch noch rein, aber haben jetzt diese Zusatzmethode, die zweifelsfrei dann in Schichten, auch dreidimensional, wie wir gut sehen konnten, wirklich ein Bild möglich macht. Wir haben noch einen zweiten Fall. Ich würde sagen, wir versuchen den auch noch einzustarten.
Ja, ich würde gerne kurz vorher zum zweiten Fall noch was sagen. Das ist der Fall einer Frau, die von ihrem Ehemann getötet wurde. Wir sehen von außen, dass das Weichgewebe sehr gequetscht aussieht. Das liegt einfach daran, dass der Leichnam, um eben das Verbrechen zu vertuschen, in einem Koffer längere Zeit gelagert wurde. Und deshalb sieht das Weichgewebe und oder die Haut oder das Gesicht auch eben entsprechend Gesicht komprimiert aus. Das ja. Gesicht ist deformiert, genau. Sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Das fällt auf. Ja. Wir können den Fall jetzt einstarten. Gucken wir uns mal an. Okay. Ja, wir sehen jetzt hier von außen eben dieses deformierte Gesicht. Wir nehmen jetzt gleich hier das Weichgewebe und auch die Muskulatur weg und sehen dann hier am Schädel ein Knochenbruchsystem. Dieser Frau ist mit einem Stein der Schädel eingeschlagen worden. Und wir fahren jetzt nochmal von außen lang mit dem CT, gucken uns die Gesichtsstrukturen an und schauen jetzt einmal auf den Hals. Und wenn wir da gleich das Weichgewebe wegnehmen, sehen wir Frakturen des Kehlkopfes. Und diese Frakturen des Kehlkopfes sind eben Zeichen einer Strangulation, einer Gewalteinwirkung gegen den Hals. Was wir gut gesehen haben, ist, dass am Kehlkopf ein Stück Knochen weggebrochen war. Mhm. Das ist ein deutlicher Hinweis genau, auf eine Strangulation. Hinweis, genau. Das aber, kann zunächst mal ein Erwürgen sein, das kann auch ein Erdrosseln sein, das muss dann eben durch die Obduktion genauer geklärt werden. Aber wir wissen eben durch diese zunächst zerstörungsfreie Untersuchung mit dem mittels CT, dass sich eben eine Gewalteinwirkung gegen den Hals dort befindet. Mhm. Jetzt haben wir hier zwei Verletzungen letztlich bei dieser Frau gehabt. Mhm. Zum einen dieser Schlag mit dem Stein auf den Kopf und das andere war diese Strangulation mit dem Kehlkopfbruch. Mhm. Woher wissen Sie, was passiert ist? Wie können Sie die zeitlichen Abfolgen dieser Verletzungen rekonstruieren mit der Rechtsmedizin? Mhm. Also in dem Fall war der große Vorteil, dass der Täter beständig war. Und wir haben hier eine typische Konstellation, was wir häufig sehen. Es ist sehr schwer, jemanden zu erwürgen bzw. zu erdrosseln. Mit ihren eigenen Händen zu erwürgen oder mit einem Strangwerkzeug zu drosseln, das dauert lange. Das Opfer verliert zwischendurch das Bewusstsein, kommt wieder zu sich. Aber so jemanden zu töten, auch gerade jemand, dem man nahesteht, ist sehr schwer. Und deshalb kommt es häufig zu einer stumpfen Gewalteinwirkung final, was eben auch hier der Fall war, dass dieser Frau, und das war auch die letztliche Todesursache, der Schädel eingeschlagen wurde. Das heißt, in Ihrer Arbeit spielen natürlich Ihre eigenen Erfahrungen oder Erfahrungswerte der Rechtsmedizin überhaupt auch eine große Rolle, ja? Ist auch etwas, was Sie mit hinzuziehen? Ja, also Rechtsmedizin ist tatsächlich so ein Fach, das können Sie nicht nur aus Büchern lernen. Das müssen Sie wirklich learning by doing. Das heißt, ich bin jetzt seit 20 Jahren Rechtsmediziner, war früher in Hamburg. Auch eben eine Großstadt, habe da das gesamte Spektrum von Tötungsdelikten gesehen, aber eben auch natürlicher Todesfälle, jetzt hier in Berlin natürlich als größte deutsche Stadt ebenso. Da spielt Erfahrung eine sehr große Rolle bei der Rechtsmedizin. Das heißt, dass Sie Dinge gesehen haben, dass Sie Dinge dann auch Sachverhalte vor Gericht erörtern, dass entsprechende Fragestellungen kommen. Und das ist eben nicht vergleichbar mit anderen medizinischen Fächern. Wenn Sie zum Beispiel Laborarzt sind, dann haben Sie bestimmte Werte, die sind im Computer vorgegeben. Sie wissen, ob es erhöht ist oder nicht. Hier ist natürlich auch viel Rekonstruktion und viel auch abhängig vom jeweiligen Gutachter. Mhm. Sie haben ja so viel Erfahrung gesammelt, dass Sie inzwischen sogar Bücher darüber schreiben, über Ihre spektakulären Fälle aus der Rechtsmedizin. Ja. Wir haben hier drei Bücher vorbereitet. Ich glaube, es sind sogar immer noch welche in Arbeit. Sie sind ständig dabei, sich weiter damit zu beschäftigen. Der neueste Band heißt Die Klaviatur des Todes. Was treibt Sie dazu, diese Bücher zu schreiben für die Öffentlichkeit? Also eigentlich ist es daraus entstanden, so ungefähr vor 10, 12 Jahren hatte ich die Idee zu dem ersten Buch damals, Dem Tod auf der Spur. Und weil einfach mich häufig Leute angesprochen haben, gesagt haben, was hast du denn heute erlebt? Aus dem Freundeskreis oder auch in der Familie. Und ich habe einfach das erzählt, was so in der Woche los war. Und ich habe von immer wieder gehört, oh Gott, das glaubt man ja nicht. Das ist ja spannender als das, was sich jeder Drehbuchautor ausdenken konnte. Und da dachte ich, ja, das ist wahrscheinlich wirklich etwas, was die Leute interessiert, weil es aus dem wahren Leben ist. Wenn Sie als Autor irgendeine Geschichte erspinnen, dann wird immer gesagt, na ja, gut, aber in Wirklichkeit wird es das nicht geben. Aber diese rechtsmedizinischen Fälle in meinen Büchern zeigen eben, dass die Wirklichkeit viel unglaublicher ist als jegliche Fiktion. Und das war eigentlich so einer der Antriebe, diese Bücher zu schreiben. Andererseits natürlich, als ich dann gesehen habe, dass das auch angenommen wird, der Bedarf nach mehr da war, natürlich entsprechende Fortsetzungen. Aber was mir auch ein Anliegen ist, ist so ein bisschen dieses Schmuddel-Image von der Rechtsmedizin zu nehmen. Das ist ja immer was sehr stiefmütterlich in den letzten Jahren, jetzt vielleicht nicht mehr, aber davor behandelt wurde. Immer so ein bisschen, na die machen nur mit Toten in irgendwelchen gekachelten Seelen rum. Und
die müssen wahrscheinlich alle auch selbst eine Meise haben, um so einen Beruf zu machen, um einfach zu zeigen, nee, das ist unheimlich spannend. Wir sind auch nicht jetzt irgendwie gescheiterte Existenzen. Man muss tatsächlich ein 6-jähriges Medizinstudium hinter sich bringen und dann nochmal eine 5-jährige Facharztausbildung. Das heißt also, die Ausbildung zum Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerin ist eine der längsten überhaupt mit 11 Jahren Berufsausbildung, Berufserfahrung. Und das einfach mal zu zeigen, was machen wir wirklich, denn die Darstellung im Fernsehen ist natürlich sehr verquer. Das ist zwar ganz amüsant, wenn Sie sich Jan-Josef Liefers als Professor Börne im Münsteraner Tatort anschauen, aber das hat natürlich mit der Realität nichts zu tun. Was ist Ihrer Meinung nach denn der wesentliche Unterschied zu diesen Krimis, in denen die Rechtsmediziner auftauchen? Da gibt es viel, da gibt es ganz viel. Also erstmal heißt der Rechtsmediziner ja regelmäßig Pathologe. Pathologe und Rechtsmediziner sind zwei völlig unterschiedliche Fachärzte. Ja. Wir haben mit Pathologen wirklich genauso viel gemein wie ein Augenarzt mit einem Gynäkologen, nämlich nur das Medizinstudium. Die machen ganz andere Dinge. Ja. Das weiß aber anscheinend keiner. Und dann natürlich dieses Bild, dass wir selbstständig ermitteln würden. Ich gehe nicht abends, wenn ich die Institutstür geschlossen habe, noch irgendwo Verdächtige beschatten oder gehe an illegale Weise an Tatorte und gucke mir das an. Das ist die Arbeit der Polizei. Das heißt, wir sind keine Ermittler. Wir machen unsere Arbeit im Institut für Rechtsmedizin, im Sektionssaal oder im Labor. Aber das ist auch so ein Bild, was erzeugt wird. Oder auch, dass dann in kürzester Zeit neue wissenschaftliche Verfahren geschaffen werden, um einen unklaren Fall zu lösen. Das sind natürlich Sachen, die über Jahre brauchen, die wissenschaftlich publiziert werden müssen. Aber ansonsten wäre es auch zu langweilig. Ne? Ja, Sie haben gesagt, Sie sind sozusagen direkt da, wo das Leben spielt oder auch, wenn man so will, der Tod endet, spielt. Ja. Ja. Was war denn, wenn man Ihre Bücher jetzt betrachtet? Da haben Sie einige Fälle veröffentlicht und Sie sind weiter an der Arbeit von neuen Büchern. Was war oder ist denn Ihr spektakulärster Fall, der Sie selbst am meisten bewegt hat? Ja, also irgendwo haben mich alle Fälle, die ich in den Büchern darstelle, in einer bestimmten Form bewegt. Und am meisten bewegen mich nach wie vor die Fälle, bei denen Kinder getötet werden. Und vor allen Dingen, wenn ich dann auch die näheren Umstände weiß. Aber ein besonders spektakulärer Fall hat sich 2011 zugetragen. Da bin ich nämlich nach Kasachstan geflogen und habe dort in gelöschten Kalk gelagerte Leichen identifiziert, die da Opfer des damaligen kasachischen Geheimdienstchefs wurden. Und das war schon relativ spektakulär, da unter Polizeischutz und unter höchster Geheimhaltungsstufe, weil es eben kein Gerichtsmediziner aus Kasachstan machen wollte, weil es der Geheimdienstchef war, dem das vorgeworfen wurde und auch aus kein Gerichtsmediziner aus irgendeiner ehemaligen Sowjetrepublik, bin ich mit einem Team aus Berlin dahin geflogen, also auch unter höchster Geheimhaltungsstufe und dann haben wir tatsächlich diese beiden damals noch vermissten Männer identifizieren können. Und das hat Sie so ganz schön auch nervös gemacht mal? Nö, eigentlich nicht. Nö. Eigentlich war mir erst im Nachhinein klar, welchen Risiken oder möglichen Risiken man sich ausgesetzt hat. Da vor Ort waren wir und auch die Kollegen aus meinem Team natürlich hochkonzentriert auf die Sache. Und das ist natürlich auch spannend. Das ist das Salz in der Suppe des Rechtsmediziners, solche Fälle. Nicht? Wenn ich nur am Tisch sitzen würde und irgendwelche Gutachten lesen, auch gerade sowas vorne Feldarbeit, das ist schon spannend. Jetzt haben wir so einiges gehört von Ihnen, faszinierende Fälle gesehen, auch diese Fälle mit dieser Computertomographie, was Sie vom Tsunami gehört, aus Kasachstan etwas gehört, aus Berlin etwas gehört, Möglichkeiten der modernen Rechtsmedizin kennengelernt. Wo sind denn die Grenzen immer noch, wo Sie sagen, da wünschen wir uns mal Fortschritt oder dass etwas mehr passiert oder noch ein Verfahren entwickelt wird? Weil Sie sagen, es dauert Jahre manchmal, bis so etwas dann spruchreif wird oder überhaupt anwendbar wird. Also schön wäre es natürlich, aber das ist sicherlich noch lange Zukunftsmusik, wenn man über die DNA oder sonstige Merkmale etwas zum Aussehen einer Person sagen könnte. Wir haben ja natürlich das große Problem nach wie vor, wenn es sich um skelettierte Leichen handelt, um Leichenreste, dass man überhaupt weder was zur Körpergröße noch zum Aussehen zu Lebzeiten sagen kann. Und wenn man da über die DNA, es gibt mittlerweile Forschergruppen, die sich damit beschäftigen, etwas sagen könnte zur Augenfarbe, zur Gesichtsform, zur Haarfarbe, das wäre schon spannend, wenn man da wirklich so ein Facial Profiling, das heißt also ein Gesichtsprofil über die DNA erstellen könnte, aber da sind wir noch ein paar Jahre von entfernt. Und das auch dann dreidimensional am besten kriegen könnte, so genau, wie Sie Ihre Bilder hier hatten, dann hätten Sie sicherlich sehr gute Aussagen, die Sie da treffen könnten. Ne? Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, denke ich. Ja. Wenn es soweit ist, kommen wir vielleicht gerne noch mal zu Ihnen, wenn wir noch mal eingeladen werden. Ne? Das war ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen, Herr Professor Zokos. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Das Thema Deutschland misshandelt seine Kinder.
wird das nächste Thema sein, was wir mit Ihnen haben hier in Welt im Wandel TV. Da werden wir auch noch mal etwas mehr in die Tiefe gehen können. Für heute erstmal herzlichen Dank, dass wir da sein durften, und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen Dank.